Hey und Leute, herzlich willkommen zu Scribblenauts Unlimited! Ein Projekt, das ihr auf jeden Fall gesehen haben solltet und ein Spiel, das ihr auf jeden Fall kaufen solltet. Es ist auf jeden Fall wert. Und zwar starten wir es einfach mal. Wir fangen einfach mal von vorne an. Mit der epischen Story. Unsere Geschichte beginnt mit Opa Edgar und Oma Julie. Ui, cool. Es ist schwer zu glauben, aber Opa Edgar war eins der berühmtesten Abenteurer der Welt. Oma Julie sah das ganz anders. Auch sie war eine Abenteurerin. Edgar entfernte oft Ranken und öffnete Türen, die seit Generationen verschlossen schienen. Fand dort dann aber Julie beim Picknick vor. Und so wetteiferten sie gegeneinander Abenteuer um Abenteuer. Einmal kam Julie Edgar beim Erklimmen einer verschollenen Pyramide zuvor. Doch der Schatz, den sie oben entdeckte, war ein Verlobungsring. Die beiden zogen sich etwas zurück, um eine Familie zu gründen. Und die Familie wuchs, bis es 42 Kinder waren. Okay. Fleißig, fleißig. Eines Tages gaben Mama und Papa Maxwell und mir zwei tolle Geschenke. Das erste war ein Zauberglobus, mit dem man überall hinreisen konnte. Das zweite war ein unglaubliches Notizbuch. Man schrieb dort ein beliebiges Wort hinein und dieses wurde dann Wirklichkeit. Wow, praktisch. Schnellere Computer, effektivere Zeitung. Unsere Eltern befürchteten, dass wir verwöhnte Belger werden würden. Deshalb schickten sie uns los, um uns den Herausforderungen der Welt zu stellen. Auf dem Weg in die Stadt trafen wir einen alten Mann, der sagte, dass er hungrig sei. Maxwell erschuf etwas, um es ihm zu geben, spielte ihm aber einen gemeinen Streich. Aber sie hat sich auch drüber gefreut. Der Apfel war faul. Der alte Mann spuckte ihn sofort wieder aus und wurde sehr, sehr böse. Na, das macht man auch nicht. Eine Art Zauberspruch, nannte uns verwöhnte kleine Belger und verschwand. Zunächst schien es, als sei nichts passiert. Doch als Maxwell weitergehen wollte, konnte ich ihm nicht folgen. Der alte Mann hat mich mit seinem Fluch zu Stein verwandelt. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Zum Glück war die Farm unseres Bruders Edwin in der Nähe. Mann, ihr hättet sehen sollen, wie sauer Edwin war. Er konnte nicht glauben, was wir mit dem alten Mann gemacht hatten. Er meinte, wir hätten die Strafe verdient. Zum Glück wusste Edwin über Star Rites Bescheid. Cool. Star Rites sind magische Objekte, die aus der Freude anderer entstehen. Wenn man genug tut, um andere glücklich zu machen, findet man einen Star Rite. Wow, ich finde die auch im Leben regelmäßig. Wenn man mit Hilfe des Notizbuchs Gutes tut, kann er hoffentlich genügend Star Rites sammeln, um meinen Fluch zu brechen. Maxwell rief, genau, ich werde losziehen und so vielen Leuten wie möglich helfen. Ich werde alle Star Rites auf dieser Welt finden und dafür sorgen, dass es dir wieder gut geht, Lilly. Und so schnappte sich Maxwell das Notizbuch und machte sich auf den Weg. Okay, soviel zum Thema Story. Das ist so ziemlich alles in Story, was kommt. Für die nächste Zeit. Ich habe es jetzt nur mal angespielt, kurzzeitig zum Testen, ob es was taugt. Und es macht Spaß. Geh zum Bauern. Ein paar Übersetzungsfehler sind ein bisschen dran, aber naja. Klick auf Advent. Ja, komm, machen. Okay, Grundlagen. Dann kriegt ihr mal Tipps, wenn man Sachen anklickt. Oh, wir haben ein kleines Schwein. Wandle das weiße Schweinchen des Wurfs in ein preisgekröntes Schwein. Gut, hier hat man noch nicht sonderlich viel Freiheiten. Saubere Bürste ist... Haarbürste. Ja, das Sauber hat er sofort rausgeschmissen. Das passiert hier nur in der ersten Abteilung. Da hat man noch keine Wahl. Gut, man kann jetzt für sich selbst entfernen und wegschmeißen. Der kleine einfach nur kurzes System. Wir werden natürlich später coolere Sachen verwenden. Größer machen... das geht natürlich mit gigantisch. Gigantische Schwein. Hilft im beim Talentwettbewerb gemacht. Tipps werden im Laufe der Zeit entsperrt. Klick. Es braucht große Flügel, die ihm helfen zu fliegen. Okay. Objekt erschaffen. Gigantische Flügel. Flügellänge. Der magische Rucksack bewertet ich Sachen für später auf. Das ist jetzt mal lustig.
unbedingt normales Tutorial ist, aber sehr, sehr kurz, sollte ich dazu sagen. Und im Normalfall braucht man diesen... Also ich habe bis jetzt noch keine Verwendung gefunden, für das man dieses Dings brauchen sollte. Oh, es kann fliegen! Bla 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 bla. Und die anderen beiden? Bum, drei. Bum, zwei. Bum. Eins. Cool. Ja, so ein Riesenschwein ist doch natürlich Rang 1. Damit haben wir unseren ersten Star-Ride. Ich hoffe, dass wir auch demnächst mal was Anständiges machen können. Aber natürlich, es ist nur wirklich der Einstieg. Und so viel Story wie am Anfang haben wir sonst, glaube ich, nicht mehr so oft. Hier geht es natürlich darum, die Sachen kreativ zu lösen. Ich werde die auch richtig kreativ lösen. Ja, und jetzt kriegt man wieder das nächste, das ist der Tutorial, mit dem Samen zu wachsen. Und da gibt es natürlich jetzt auch nur eine Möglichkeit. Oder zwei eigentlich, beide Regensachen werden nicht funktionieren. Entstanden aus einem Samen. Gut. Aber es, die anderen Möglichkeiten sind alle verloren gegangen, das heißt, Escape, zurücksetzen. Und damit ist das Tutorial auch dazu gut wie fertig. Hat aber auch lange gedauert. Man darf halt keine Sachen nutzen, die sexueller Natur sind oder anstößig oder sowas. Oder kopiergeschützt sind. Meine Kätzchen steckt oben im Baum. Das ist die typische Aufgabe. Wie kriegt man die da runter? Ich würde sagen... Damit. Angreifen. Bam! Seht ihr? So kann man das lösen. Man hätte natürlich auch einen Biber holen können oder eine Axt. Oder ja, ein paar andere lustige Sachen. Grundlagen zu erlernen, bla bla. Gut, wir können uns als Maxwell's Bruder, also unser Bruder spielen. Aber wir bleiben für den Anfang mal bei ihm. Hier ist nichts mehr, das sieht man immer hier. 1 von 1, 2 von 2. Und los. Gehen wir mal in die Hauptstadt. Wo wir dann endlich loslegen können, noch was Cooles zu machen. Willkommen in Hauptstadt. Oh, cool. Ferris Wheel. Ein fliegender Superheld. Dann schauen wir uns doch mal an, was es hier gibt. Oh, er würde gern was kennen. Ich will unterhalten werden. Oh, wie wäre es, wenn wir einen verrückte Perücke, Zweitfrisur. Bringt es dich zum Lachen? Gelangweilt. Okay. Entfernen. Dann holen wir uns, wie wär's mit einem Tanzen der Cthulhu. Ach, ich habe keine Ahnung, wie man den immer schreibt. Ich bin ja irgendwie zu blöd. Aber Cthulhu. Achso. C-T-H-U-L-H-U. Tanzender. Yeah! Ja, ist natürlich das Beste, was man machen kann. Weil, ja. Der macht ja sonst nichts. Gut, was gibt's noch? Rucksack, wir haben immer noch Flügel da drin. Ach ja, die könnten wir auch gleich mal verwenden. Juhu, wir können fliegen. Aber eigentlich wollte ich nicht selbst fliegen, sondern, egal, können wir halt mal ein bisschen fliegen. Der steht nämlich im Parkverbot. Dann bräuchte ich Abschleppseil. Abschlepper. Abschleppwagen. Ich sollte vielleicht erst weggehen. Ach, egal, dann kann ich den hier. Normalerweise sollte man die verlinken können. Ich steige jetzt dann doch noch. Ah, ich wollte nicht reingehen. Egal, wir gehen halt rein. Man sieht, schauen wir uns einfach mal an, was hier drin alles gibt. Episch viele Sachen. Jede Menge Missionen. Oh, natürlich sind wir doch mit dem Abschleppwagen drin. Absteig bitte. Eines dieser Kunstwerke ist eine Fälschung. Hilf mir dabei herauszufinden, welches. Okay. Ausgedehnte Pfeilspitze. Normalerweise erkennt man doch Fälschungen mit einer gigantischen Lupe.
Gefälschtes Kunstwerk. Aha. Gefunden. So leicht geht es. Aber das war zwar jetzt nicht so lustig, aber naja. Nein, Objekteditor, da können wir später mal uns drum kümmern. Was wollte ich machen? Das hier. Was gibt's hier? Ich brauche etwas, um die Knochen miteinander zu verbinden. Wie wär's mit Eiszapfen? Das bringt nicht viel. Gut. Dann, wie wär's, wenn wir dem natürlich mal ein Adjektiv geben? Zum Beispiel klebriger Eiszapf. Und, man sieht, auf einmal geht's. Einfach nur durch das Adjektiv klebrig. Was gibt's hier noch? Oh, da ist noch ein Bild. Das Bild wollte ich haben. Ich habe Maxwell Kunst zu bieten, die den Besuchern des Museums mit Sicherheit gefällt. Okay. Merkwürdige Besucher, Start. Oh, okay. Was muss man machen? Oh, okay, gut. Das ist eine Ausstellung. Den ich für Baumwächter. Wie wär's, wenn ich da ein... Mammutbaum. Hey, schön, oder? Das wird langweilig. Was bist du? Medusa. Medusa hält doch am liebsten Spiegel. Das hier. Und natürlich, Medusa, man hätte natürlich noch sagen können, schöne Spiegel. Dann kriegt er noch eine Krone auf oder ein Tiara. Klick auf das Symbol von Maxwell Kopf und Kamera auf ihn zu zentrieren. Nächster Besuch kommt. Stell etwas, das ihm garantiert gefällt. Wie wär's mit einem Atombombe? Nix für ihn. Gut. Wie wär's mit einem Panzer? Oder nehmen wir einen Oger. Oger geht bestimmt auch. Okay, natürlich. Passt. Was ist das? Frau Nikolaus. Okay, dann würde ich sagen, für die ist doch auf jeden Fall... was nehmen wir denn da? Raketenwerfer. Und zwar das Fahrzeug. Das tragbare. Raketenwerfer. Und zwar die Tragwaffe. Probieren wir es damit mal. Nö, das scheint dir auch nicht zu gefallen. Das ist ja doof. Lottoschein. Aufsammeln? Kann ich da irgendwas machen? Nö. Okay, dann muss ich irgendwas anderes nehmen. Was könnte dir gefallen, was auch richtig schön akzeptabel wäre? Wie wär's zum Beispiel mit Ventilator? Auch nix. Oh. Also, die will aber auch Zeugs. Platziere einen künstlerischen Gegenstand. Dann muss ich halt ein Geschenk. Das ist aber langweilig. Dass sie nichts haben wollten. Ach ja, man kann übrigens auch folgende Sache machen. Man kann Starrets auch selbst erstellen. Allerdings bringen die nicht viel. Der dagegen schon. Aufsammeln. Aufsammeln, habe ich gesagt. Das sind echte. Mäkelige Besucher. Fertig. Gut, weiter. Aber das letztens war ja langweilig, dass dies mir nicht erlaubt hat, das zu machen, was ich wollte. Ah, jetzt sind die Bilder voll. Gut. Ich muss an der Wache vorbei. Oh.
Ich würde sagen, Tarnkappenbombe. Ich wollte dich da nicht selbst einsteigen. Absteigen. Will er nicht? Unsichtbarkeitstrank. Okay. Warum hat er das jetzt nicht nehmen wollen? Objekt leeren. Ach, unsichtbare. Nö, keine Ahnung. Objekt geben. Was will der haben? Eine Wache, das... Oh, wenn er an der Wache vorbei muss, dann könnte der doch bestimmt einen... Polizeihut. Okay, Mütze von mir aus. Da fällt dem dann doch... Fällt doch dann... Der fällt immer noch auf? Das kann doch wohl jetzt nicht sein. Bediensteter. Ich würde sagen, dem geben wir auch mal einfach. Fehlalarm. Geht das? Ein Feldarzt, ja klar. Hey, Feldarzt! Nö, dem nützt das nix. Ich muss an der Wache und den Überwachungskameras vorbei. Okay. Adjektiv hinzufügen. Blind. Blinde Überwachungskamera und der kriegt. Was gebe ich dem denn? Was der nicht mehr, dass ich da was hab? Granatwerfer. Das muss doch gehen. Stehlen. Okay, wenn der vorbei muss, dann gebe ich ihm halt auch Flügel. natürlich. Machst du mal bitte irgendwas? Jetzt habe ich eine kleinere Dings, aber das nützt mir doch nichts. Angreifen. Stehe ich den so los? Ich glaube nicht. Ah, ich muss den ablenken. Und die Kamera sieht hier sowieso nichts. Einzige Problem ist, wie befriedige ich den jetzt? Wieder? Ich habe mich selbst getötet. Klasse. Immerhin haben wir die Mission abgeschlossen. Da drüben ist was. Oh. Blumentraum. Okay, dann gebe ich ihm halt einen gut aussehender Mann. Einsamkeit im Stillleben. Gut. Das war jetzt fast langweilig, aber trotzdem. Hey du. Geben. Darf ich dir das geben? Das macht dir doch bestimmt nichts aus. Ich will, aber eigentlich will ich hier mal wieder was richtig Schönes haben, wo man auch was machen kann draus. Hey. Vor Ende meiner Ausstellung. Da fehlt ein Panzer. Okay. Aber eigentlich fehlt da ein anderer Panzer. Was fehlt hier? Das willst du haben. Vorhin in meiner Ausstellung. Pantomime. Pantomime? Hey. Oh. Verstehen die sich? Nö, das bringt leider nichts. Okay. Wenn Pantomime nichts bringt, dann muss auf jeden Fall eine goldene Sichel. Königin vom Nil.
mit Mumie. Hey, was willst du? Wachheit Benjamin Franklin. Atombaum. Ganz bestimmt. Ich lauf mal davon. Okay, ich schmeiß sie weg. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich, nicht, dass ich die nachher nicht verwenden kann. Benjamin Franklin war doch... Hey, du lässt ihn gefälligst in Frühe. Oder... Stern. Stand. Pressgalerie. Auch nix. Stern wollte ich haben. Leuchtende Himmelskörper. Das war's nicht. Planet. Auch nix. Was will denn der haben? Teleskop. Wachshaltiger Benjamin Franklin. Verrückte Biene. Auch nicht? Hm. Ein Wachstypi. Benjamin Franklin. Buch. Bock. Ja, natürlich Bock. Das Podest. Ich komme nicht drauf. Im Moment zumindest nicht. Und George Washington. Du sollst nicht lügen. Starrights Gesamt. Gute Arbeit, du hast genug... Ich will aber nicht zu Lilly gehen. Das ist nämlich der nächste Teil der Story. Man gibt mir dieses ab und... Yeah. Toll, oder? Grandios. Der Vorteil ist, wir können jetzt uns hin und her teleportieren auf der Weltkarte. Was ungefähr den Vorteil hat. Boom. So will ich auch immer teleportiert werden. Whoop, nächster Fuß. Den Vorteil hat, dass wir jetzt nämlich das gleiche nochmal machen können. Oder nochmal da reingehen können, sagen wir es mal so. Und Cthulhu, du bist, warst früher mal schön freundlich, inzwischen nicht mehr. Aufsammeln. Hm. Egal, nein, ich will jetzt dieses Dings abschließen. Das muss jetzt erst abgeschlossen werden. Das kann ich ja so nicht lassen. Eins fehlt noch und das hole ich mir jetzt auch. Weil, das will ich ja jetzt nicht so ändern. Haha, der ist immer noch da. Aber wo, ja, für ihn muss ich mir noch was einfallen lassen. Traum. Trafo? Dann nimm halt einen Trafo. Okay, der scheint nicht so zu funktionieren. Was will der? Zufriedener. Wachshaltiger, zufriedener Benjamin Franklin. Hm. Satellit. Hm, ne, das funktioniert auch nicht. Was will der? Irgendwas will der doch. Brille. Okay. Okay. Eine Brille. Der wollte allen Ernstes eine Brille haben. Der wollte wirklich allen Ernstes eine Brille haben. Hauptstadt, Feuerwehr? Nö. Hauptstadt. Ich will jetzt zur Hauptstadt zurück. Weil wir da nämlich beim nächsten Mal weitermachen werden, wenn wir hier mal ein bisschen mehr erfüllen werden. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. See you, Leute. Bye-bye.